Hey ho, willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal zur Vorstellung des Pike Peaks. Peaks. Ich kann schon wieder nicht richtig reden. Ich fahre hier den Audi Quattro auf der neuen Strecke. Es gibt hier zwei Strecken zur Auswahl: einmal mit gemischtem Belag und einmal mit reinem Asphalt. Bin die in Ansätzen gefahren. Ich habe hier vorhin schon einmal aufgenommen, allerdings hat sich dann Windows entschieden, irgendwas Krasses zu installieren und dann konnten die Dateien von den Videos, bei dem Video, was ich gerade hier aufnehme, nicht abgespeichert werden. Hat dann sehr, sehr krass geruckelt. So, und wie ihr hier schon erkennt, haben wir keinen Beifahrer, der... Nein, liebe Zuschauer, rennt doch... Da ist uns egal, dass wir jetzt 15 Sekunden Strafe bekommen, denn wir fahren hier eh kein Rennen. Das soll einfach nur dafür da sein, dieses Video, um die Strecke einmal zu zeigen. Was ich sagen wollte, wir haben keinen Beifahrer. Das heißt, wir fahren nur auf Sicht. Und man muss die Strecke wirklich kennen. Und die ist verdammt lang. Also ist das gar nicht mal so einfach. Will ich auch gar nicht so viel sagen. Guckt euch das einfach an, wenn hier noch irgendwas wirklich Weltbewegendes passiert, kommentiere ich das vielleicht nochmal, aber sind es eher nicht. War wieder ein ziemlich krasser Abflug. Wahnsinn, die blöd, dass sie ihre Autos da parken. Naja. Wir liegen hier schon 1 Minute zurück. Das ist ziemlich krass, was die auf, also Meister da fahren. Wir scheinen erstmal hier zu sammeln. Da sind wir eine Leitplanke. Glaube ich, ganz gut genommen.
So, und wir scheinen jetzt langsam an die Baumgrenze zu kommen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber wir haben immer noch nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft, was schon ziemlich krass ist. Das ist wirklich ziemlich lang. Hier eine ziemlich weite und schöne Passage. Wow. Die Steine sind hier, glaube ich, auch ziemlich fies, wenn man hier tatsächlich mal richtig krass abfliegt.
kein Lag. Oh. Schredder mir das Auto noch vollkommen. Kenne ich hier, glaube ich. Wir sind bald am Ende. Und ein massiver Lag empfängt uns am Ziel. Sehr schön. So sieht das Auto übrigens aus, wenn man es völlig kaputt gemacht hat. Und ja, 12 Minuten haben wir gebraucht. Wir sehen hier... Ah ne, das ist gar nicht der erste. Der erste hat etwas mit 9,5 Minuten gebraucht. Und mal sehen, ob man das irgendwie im Laufe des Spiels auch nochmal schafft. Ich sehe, hier kommen noch mehrere Läufe, aber die werde ich jetzt natürlich nicht spielen. Ja, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut raus!